Wir beginnen mit einer Bewegung ähnlich wie beim Langlauf. Schwingt die Arme vor und zurück. Geht in den Knien locker mit. Nochmal von der Seite, Knie wippen locker mit. Gut, dann löst im Wechsel ein Bein vom Boden. Nimmt den entgegengesetzten Arm lang, lang, lang. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nehmt die Arme hoch, öffnet und schließt. Öffnet und schließt. Immer nur einen Arm. Rechts und links im Wechsel. Nehmt das entgegene Bein dazu. Öffnet und wieder zurück. Öffnet und zurück. Öffnet und auf und zu. Auf und zu. Auf und zu. Auf und zu. Noch 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Tappt den Fuß zur Seite, nach rechts, nach links, nach rechts, nach links. Nehmt die Arme hoch und tief, hoch und tief, hoch, tief. Auch doppelt so schnell die Arme. Hier noch. 3, 2, macht einen Jumping Jack. Öffnet und schließt, wenn ihr wollt, bis springen. Hier noch. 3, 2, 1. Lockert aus, lockert die Beine etwas aus. Okay. Wir nehmen die Arme hoch. Ich mache mal von der Seite. Strecken uns ganz hoch. Beugen die Knie. Gehen in die Vorbeuge. Hände auf den Boden. Beine so lang machen, wie es geht. Und Wirbel für Wirbel aufrollen, in die Streckung kommen. Nochmal Arme hoch oder sogar leicht in die Rücklage gehen. Beine beugen, nach vorne gehen, Beine lang und wieder aufrollen in den Stand. Zweimal noch, Arme sind lang, Beine beugen, in die Vorlage, Beine strecken, langsam wieder aufrollen und einmal noch in die Rücklage. Beine beugen, nach vorne in die Vorbeuge und dann langsam aufrollen. Richtet euch auf, kreist die Schultern, zieht sie hoch zu den Ohren, rollt sie zurück. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, 3, 2, 1. Führt den Kopf jetzt langsam von einer Schulter übers Brustbein auf die andere Seite und auch hier wieder langsam zurück. Genau. Immer wieder von rechts nach links hin und her führen. Gut, schaut nach vorne, hebt nochmal die Schultern hoch zu den Ohren, haltet kurz und lasst sie fallen. Und nochmal hoch zu den Ohren, halten, halten, halten und wieder fallen lassen. Hoch zu den Ohren, halten, halten und wieder fallen lassen. Zweimal noch hoch zu den Ohren, halten, halten und wieder fallen lassen. Dreht den Oberkörper nach rechts und nach links. Schwingt die Arme mit, verdreht die Wirbelsäule, kommt in die Rotation. Kommt
zur Mitte. Nehmt die Hände an den Hinterkopf, neigt den Oberkörper zur Seite, führt den Arm tief, kommt wieder hoch und dann auf die andere Seite. Achtmal, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Kommt zur Mitte, setzt die Hände aufs Becken, kippt mal das Becken vor und zurück. Zieht es nach vorne in die neutrale Position und dann nach hinten kippen. Genau. Ihr spürt, wie ihr einmal im Rundrücken seid, einmal in der geraden Position. Dann geht es sogar leicht ins Hohlkreuz. Genau. Und dann kreist ihr mal euer Becken. Öffnet ruhig die Beine etwas weiter. Bewegt das Becken in alle Richtungen. Nach vorne, zur Seite, zurück. Auf die andere Seite. Und auch mal in die andere Richtung kreisen. Dann beugt ihr die Beine, nehmt die Hände auf die Oberschenkel, macht den Rücken mal rund, wie so ein Katzenbuckel. Der Kopf ist zwischen den Armen. Und ihr senkt das, die Lendenwirbelsäule ab, schaut nach vorne, wie so ein Pferderücken. Arme ganz rund, der Katzenrücken. Und einmal absenken, der Pferderücken. Dann richtet euch auf und schiebt nochmal das Becken nach rechts und nach links. Jawohl. Schließt die Beine, schwingt die Arme nochmal hoch und lasst die nach unten sausen. Arme gehen hoch und tief, hoch. Hier noch. 3, 2, 1. Und dann senken wir die Arme ab, lockern die Beine etwas aus und sind bereit für unseren ersten. Willkommen zum Zirkel Nummer 3 von dem Trainingsprogramm Fit und Gesund. Wir gehen wieder in Schrittstellung, stellt das Bein etwas weiter zurück, beugt die Beine und streckt. Tief und kommt wieder hoch. Tief und hoch. Oberkörper bleibt aufrecht. Wir wechseln das Bein und das andere Bein nach vorne und gehen auch hier nochmal tief und wieder hoch, tief und genau. Oberkörper aufrecht, Kniespitze bleibt in Höhe von der Fußspitze, schiebt also nicht weit rüber, genau. Wir machen das noch einmal, machen jetzt aber eine andere Variante. Stellt nochmal das Bein nach vorne, nimmt die Hände an den Hinterkopf, geht tief, kommt hoch, öffnet. Tief, hoch, kommt, öffnet. Tief,
Hoch kommen, öffnen. Tief. Hoch kommen, öffnen. Macht das in eurem Tempo. Wechselt nochmal das andere Bein nach vorne, geht in den Ausfallschritt, nehmt die Hände an den Hinterkopf, beugt die Beine, geht tief, kommt hoch, streckt die Arme zur Seite. Tief und hoch. Tief und hoch. Tief und hoch. Okay, wir gehen auf die Matte und kommen mit einem Ausfallschritt an. Und zwar schiebt ihr das Bein weit nach hinten und schiebt mal, hebt das Knie vom Boden und lasst die Hüfte Richtung Boden sinken. Das Knie ab, wechselt, stellt das andere Bein nach vorne, hebt das Knie hoch und lasst das Becken absinken. Der Hüftbeuger wird gedehnt. Richtet den Blick nach vorne. Genießt die Dehnung in eurem Hüftbeuger. Langsam absenken, dann geht ihr runter auf die Matte, legt euch auf die Seite und zieht die Ferse Richtung Gesäß, um die Oberschenkelvorderseite zu dehnen. Lasst langsam los, wechselt auf die andere Seite. Auch da zieht ihr die Ferse Richtung Gesäß. Dann gehen wir in die Rückenlage und machen weiter mit den geraden Crunches. Ihr legt euch auf den Rücken ab, die Beine sind angewinkelt. Nehmt die Hände hinterm Kopf, rollt auf, hebt den Oberkörper hoch und senkt ab. Bauch dabei fest nach innen ziehen. Die Hände stützen lediglich den Kopf. Sie ziehen nicht den Oberkörper hoch. Und das reicht wirklich, dass ihr erstmal nur die Schultern vom Boden hebt.
Okay. Gut, ihr nehmt die Beine mal angewinkelt hoch, machen wieder eine neue Variante. Hier so ein Tisch sind die. Nehmen die Arme lang, rollen auf und rollen ab. Rollen auf und rollen ab. Streck die Beine hoch zur Decke, nehmt nochmal die Hände hinterm Kopf, hebt an und senkt jetzt nicht mehr ganz ab. Anheben und etwas runtergehen, nicht ganz auf den Boden ablegen. Gut, stellt die Beine ab, die Knie kippen auf eine Seite, bleiben da liegen. Nehmt die Arme hinterm Kopf, rollt gerade auf Richtung Becken und rollt wieder ab, nehmt die Arme hinterm Kopf. Obwohl wir gerade aufrollen, aktivieren wir den schrägen Bauchmuskel. Stellt die Beine auf, lasst die Knie auf die andere Seite kippen. Auch hier die Arme lang hinterm Kopf führen, aufrollen, gerade Richtung Becken und wieder ab. Gut, dann kommt hoch in den Sitz, richtet euch auf und bringt die Hände nach rechts und links oder hebt die Beine an und macht weiter im raschen Twist, führt die Hände nach rechts und nach links neben uns. Dann setzt ihr euch hin, die Beine sind lang gestreckt, öffnet mal die Beine und schiebt euer Brustbein raus. Geht langsam nach vorne, spürt die Dehnung in den Beinen, zieht die Schultern weit nach hinten dabei.
Gut, winkelt die Beine an und richte nochmal den Rücken auf. Drück nochmal das Brustbein raus in dieser Position. Lass los, geht in die Bauchlage. Wir fangen mit den Beinen an, legen den Kopf ganz entspannt auf, den Händen heben im Wechsel ein langes Bein. Rechts und links das lange Bein aus der Hüfte nehmen. Gut, als nächstes legt ihr wieder den Kopf entspannt ab, hebt beide Beine. Schiebt euer Schambein in die Matte rein. Spannt das Gesäß an. Gut, legt die Beine ab, streckt die Arme Richtung Füße und hebt jetzt beides an, die langen Beine und die Arme und haltet, haltet. Legt die Beine ab, lockert die Beine aus, die Arme liegen wie ein V. Die Beine bleiben jetzt flach liegen und ihr hebt dieses V an. Legt Kopf und Schulter mit an, hebt die Arme, den Kopf leicht an. Auch hier das Schambein Richtung Matte drücken, aus dem unteren Rücken den Oberkörper anheben. Atmet aus, in die Anhebung, atmet ein, in die Abzug. Nehmt die Arme etwas näher zusammen. Ungefähr auf Schulterhöhe. Jetzt über Kreuz Arm und Bein heben. Den rechten Arm mit dem linken Bein heben. Der rechte Arm mit dem linken Bein und der linke Arm mit dem rechten Bein. Anheben und lang machen.
gut. Jetzt sind Arme und Beine lang und hebt beides an und haltet, haltet. Atmet weiter. Gut, dann kommt hoch in den Sitz. Nehmt die Beine nach vorne. Beine sind lang. Ihr nehmt die Arme nach vorne und werdet ganz rund wie ein C. Euer Kopf will Richtung Knie. Spürt die Dehnung im Gesäß, im Rücken. Dann geht runter auf den Rücken in die Rückenlage. Die Beine sind angestrengt, Füße dicht am Gesäß und hebt mal das Becken hoch und tief. Die Handflächen zeigen zur Decke, Becken heben und senken. Hoch und tief. Genau. Stellt die Füße nah ans Gesäß. Umso höher könnt ihr euer Becken rausschieben. Schulterblätter bleiben am Boden. Den Kopf kann man hin und her wenden. Gut, jetzt geht den drei Schritten hoch. Eins, zwei, drei und geht dann tief. Eins, zwei, drei, 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 tief, 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 eins, zwei, drei, tief. Füße dicht ans Gesäß, hebt das Becken an, die Hände unterm Gesäß zusammenfalten, Schulterblätter noch ein bisschen mehr zusammenziehen und halten. Becken oben halten. Weiter atmen. Langsam absenken. Wir machen weiter im Vierfüßlerstand. Wir fangen im Gesundheits-Vierfüßlerstand an. Die Knie, da passt eine Faust dazwischen, Hände unter den Schultern. Beugen die Arme und strecken. Gehen zwischen den Armen tief und hoch.
Gut, geht einer breit weiter nach vorne. Jetzt kommt ein bisschen die Hände etwas breiter auseinanderstellen. Zwischen den Armen auch hier tief gehen und wieder hochkommen. Tief und hoch. Dann geht ihr noch etwas weiter nach vorne, kreuzt die Beine übereinander und geht zwischen den Armen tief und wieder hoch. Langsam hoch, richtet euch auf, lockert die Schultern aus und kommt hoch in den Stand. Und hier zieht ihr die Arme hoch, öffnet die Arme mal weit, zieht die Schulterblätter zusammen. In der nächsten Übung sucht ihr euch eine Wand, nehmt die Hand auf Schulterhöhe, geht etwas vor und dann dreht ihr den Oberkörper zur Seite, um hier die Brustmuskulatur und den Schulterbereich zu dehnen. Lasst los, wechselt, andere Seite, Hand an die Wand, ihr geht etwas vor und dreht dann den Oberkörper, schaut von der Wand weg. Los. Jetzt kommt noch eine Übung für den Trizeps. Ihr geht dazu in Schrittstellung. Stützt auch euren vorderen Bein ab. Der Arm ist lang. Ihr führt ihn nach hinten, winkelt den Arm an und streckt. Anwinkeln und strecken. Wechsel die Seite, mach sie auf die Matte, stellt ein Bein nach hinten, stützt vom Knie ab, Arm ist lang, zieht den Arm zurück, winkelt den auch an und streckt ihn nach hinten.
Los, wechselt noch einmal. Wieder den Ausfallschritt. Hinten ruhig die Ferse fest in den Boden drücken, dann habt ihr die Wade nochmal drin. Der Arm ist lang und jetzt so kleine federnde Bewegungen nach hinten machen. Reinstellen und einmal noch wechseln, den anderen Fuß zurückstellen, vorm Knie abstützen, Arm ist lang nach hinten gestreckt und hier die kleinen Dips nach oben. Sehr schön. Lockert nochmal die Schultern aus. Das war der Zirkel 3 von dem Gesundheitsprogramm Fit und Gesund.